Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Julia Schliek, ich bin 30 Jahre alt und habe vor 10 Jahren hier meinen Abschluss gemacht, wohne in Münster und arbeite mittlerweile auch in Münster. Sie sind ehemalige Schülerin der Hildegardeschule. Wie war Ihr erster Eindruck? Das ist schon etwas länger her, aber ich habe den ersten Eindruck übers Internet so ein bisschen gewonnen. Da war die Internetplattform noch nicht ganz so gut ausgeprägt wie jetzt mittlerweile. Und ich hatte eigentlich einen durchweg positiven Eindruck. Also mir wurde die Schule auch empfohlen von verschiedenen anderen Personen, die gesagt haben, dass hier die Hildegardeschule von all den Schulformen, also Fachoberschulen, den besten Ruf hat und auch den höchsten Bildungsstand oder Standard. Und dementsprechend habe ich mich für diese Schule entschieden und finde es eigentlich ganz praktisch auch, dass sie tatsächlich so zentral in der Stadt ist. Und wir hatten, was ich noch weiß, früher, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber gab es dieses Café Lenz da neben der Kirche. Das war immer ganz praktisch, weil man dann so in den Freistunden da hingehen konnte. War auch ein sehr positiver Eindruck von der Schule. In welcher Situation ist der erste Eindruck entstanden? Tatsächlich, als ich mich umorientieren musste und auf eine andere Schule wollte, eben auf eine Fachoberschule, und ich im Internet so ein bisschen recherchiert habe, was so in meiner Umgebung, damals kam ich noch aus Längerich, für Schulmöglichkeiten es gibt. Und da ist die Hildegardeschule mir als erstes so mit ins Auge gefallen. Welchen Bildungsgang haben Sie besucht? Ich habe hier die Fachhochschulreife gemacht und eben dieses klassische Modell mit einem Jahr Praktikum und 1,5 Tage Schule und die 12. Klasse dann komplett hier. Genau. Welche Erfahrungen haben Sie in der Schule hier gemacht? Eigentlich fast durchweg positiver und das meine ich tatsächlich sogar ehrlich. Ich habe ziemlich gute Lehrer gehabt und habe hier an der Schule auch das erste Mal das Gefühl gehabt, Themenbereiche kennenzulernen, die mich auch tatsächlich interessiert haben. Also ich war vorher auf einem anderen Gymnasium und wollte dann normal Standardabitur machen und hier waren eben auch diese sozialen Bereiche für mich irgendwie interessanter, Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften. Von daher war das immer sehr gut. Wie fanden Sie die Lehrer? Manche sehr gut, einige vielleicht auch weniger gut, aber ich glaube, das hing auch zum Teil an den Fächern. Also ich sage mal so, Mathematik war jetzt nicht immer so meine beste Stärke. Dementsprechend war wahrscheinlich auch die Sympathie für den bestimmten jeweiligen Lehrer nicht gerade so hoch. Aber die Fächer, die mich sehr interessiert haben, da waren die Lehrer auch sehr engagiert, muss ich sagen. Also da waren viele Lehrer, die auch ein bisschen ja mal Dinge ausprobiert haben oder im Unterricht, die man sonst so vielleicht in der Form noch nicht mitgemacht hat. Wir haben es sehr interessant immer gestaltet. Was ist Ihr größter persönlicher Sieg auf der Schule gewesen? Bei der Abschlussprüfung in EW hatte Herr Bösler uns irgendwie eine Aufgabenstellung gestellt in EW, die vorher nochmal kritisiert worden ist, dass die zu schwierig sei. Und er hat sie trotzdem gestellt und ich habe die beste Abschlussprüfung in dem Fach gemacht überhaupt. Deswegen war das mein persönlicher Favorit. Also da bin ich immer noch ein bisschen, naja, stolz drauf nach 10 Jahren, wenn man das sein kann. Haben Sie eine bedeutsame Erkenntnis auf der Hildegardeschule gewonnen? Eigentlich, dass man versuchen sollte, so ein bisschen mehr aus sich herauszukitzeln. Also wir hatten damals eine ziemlich coole Klasse und waren so, dass wir uns versucht haben, immer so gegenseitig ein bisschen anzuspornen, irgendwie bessere Leistungen zu bringen. Das war einfach nicht so, dass das schlecht gemacht wurde, wenn jemand eine echt gute Note hatte und man dann ausgebuht wurde oder was auch immer, sondern man hat tatsächlich sich gegenseitig gepusht und dieses an sich glauben und einfach auch ein bisschen was machen und versuchen, über sich hinauszugehen. Das habe ich, glaube ich, als Erkenntnis so mitgemacht oder mitgenommen von der Schule. Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Schülern? Also anfangs war das so, dass wir alle uns versucht haben, so ab und an mal zu treffen. Mit ein paar waren auch dann Semester über mir im Studium. Aber so jetzt mittlerweile nach 10 Jahren also über Facebook sind wir wohl noch alle irgendwie befreundet, aber so tatsächliche Kontakte bestehen eigentlich kaum noch oder gar nicht mehr zurzeit. Können Sie sich noch an besondere Ereignisse erinnern mit Schülern? Ja, also wir hatten eine Klassenfahrt nach Prag. Die war ziemlich amüsant. Ich glaube, wir haben zwar für die Lehrer im Nachhinein nicht den besten Eindruck in dem Hotel hinterlassen, aber wir hatten sehr viel Spaß und wir hatten auch echt eine ziemlich coole Klasse. Also das harmonierte einfach extrem gut. Von daher waren da echt viele tolle Erlebnisse auch mit den Mitschülern. Welche konkrete Ziele hatten Sie am Ende Ihrer Schulzeit und was ist daraus geworden? Ich wollte unbedingt an der Fachhochschule Soziale Arbeit studieren.
Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt, weil ich nicht, also ich hatte nur einen Schnitt von 2,0 und man hat dann halt nicht den Platz gekriegt. Aber ein Semester später hat das dann funktioniert und ich wollte immer in Richtung Psychologie, wollte früher Supervisorin werden, das ist noch nicht geschafft, aber ich arbeite jetzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis, also bin ich zumindest dem Ziel schon ziemlich nah. Haben Sie einen Tipp für kommende Schülergenerationen an der Hildegardeschule? Nehmt die Dinge nicht immer alle zu ernst. Also habt einfach auch ein bisschen Spaß an der Sache. Macht auch viel mit euren Mitschülern, weil diese Zeit ist halt irgendwie eigentlich eine schöne Zeit. Und seid nicht immer so streng mit euren Lehrern. Ich glaube, die sind eigentlich ganz cool und geben sich schon ziemlich viel Mühe. Okay, wenn Sie sich nochmal entscheiden könnten, würden Sie sich für die Schule erneut entscheiden? Auf jeden Fall. Also würde ich jederzeit genau so auch wieder machen. Ja, danke schön.